Alba Berlin gewinnt in Oldenburg 80 zu 69. Eingerannt, vor allem im ersten Viertel unter den Körben. Yassin Itbi hier steht bei mir. Yassin, 9 Siege in Folge. Es sieht aus, als hättet ihr euer Spiel gefunden. Auf jeden Fall. Also heute war es ja auch nicht alles super. Wir haben jetzt viele Spiele gewonnen, wo wir nicht so gut gespielt haben. Aber wir haben heute einfach, waren glaube ich ein bisschen müde, haben unheimlich hart gekämpft, haben vor dem vierten Viertel richtig tief gegraben, richtig gut verteidigt im vierten Viertel, was wir im ersten 3 Vierteln nicht so gemacht haben. Und deswegen haben wir hier gewonnen. Richtig gut verteidigt war, glaube ich, auch nötig, denn die Oldenburger haben sich hier, glaube ich, mit einem ganz neuen Gesicht präsentiert, haben aufopferungsvoll gekämpft und das Spiel lange Zeit knapp gehalten. Wie wichtig war es, hier heute wirklich zu verteidigen? Ja, es war ganz wichtig. Der Grund, warum wir dann plötzlich hinten lagen in Oldenburg, ist, weil wir nicht so gut verteidigt haben. Aber nichtsdestotrotz hat Oldenburg unheimlich gut gespielt. Also riesen Respekt vor der Mannschaft. Ich weiß, sie haben ein Problem, aber die haben alle gekämpft. Ich glaube, die Fans können den Oldenburgern keinen Vorwurf machen. Es war wirklich hart, gegen die heute zu spielen. Eure Fans können vor allem dir auch keinen Vorwurf machen. Im letzten Spiel Topscorer mit 20 Punkten. Heute wieder in der ersten Halbzeit 7 Punkte, eine Menge Rebounds. Du kämpfst wie ein Berserker unter den Körben. Ist das so ein bisschen dein Trademark? Ja, das ist, was ich kann. Ne? Die anderen Spieler bei uns sind halt talentiert, athletisch, können aus der Halle springen. Und ich muss arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, dann spiele ich auch nicht mehr Alba. Vielen Dank, Yassin, und weiterarbeiten.